Zombie Apocalypse. Ja, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht schon, ich bin wieder in OpenIV drinne und heute interessieren uns, wie im letzten GTA 5 Tutorial, was ich ja gemacht habe, wo ich gezeigt habe, wie ihr Replaces einsetzen könnt in GTA 5. Da habe ich ja die Autos RS7, also ein Audi RS7 und ich glaube einen M8 und einen Lexus GS 350 als Polizeiauto gemacht. Ja, eigentlich sind hier alle Sachen gleich geblieben. Hier von Menü bis OpenIV ist alles gleich. Außer die Autos, die ändern sich heute, denn heute kommt nicht das Replace-Tutorial, sondern das Add-on-Tutorial. Heute werde ich nämlich jetzt das Add-on-Tutorial machen. Ja, das hat sich auch noch geändert. Das seht ihr dann ja alles in der Videobeschreibung, das ja auch, ja. Aber, ja gut. So, wir starten jetzt dann erstmal durch. Die Autos habe ich mir schon heruntergeladen. Ich habe jetzt hier ausgesucht eine McLaren P1, einen Dodge Charger von 2014 und einen Nissan R35. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Nissan R35 an. Hier ist wieder die README. Altbekannt und so. Also, ja, hier steht nichts Wirkliches drin. Nur kleine Reminder von wegen Discord und alles Mögliche. Ja, und hier ist eigentlich erst das Wichtige, denn hier ist der Installationspart. Falls ihr den Wagen auf eurem 5M-Server habt, könnt ihr ihn hier auch nochmal. So, ja. Dann könnt ihr das auch noch im 5M hier einfügen, wenn ihr das machen wollt. Wir konzentrieren uns jetzt aber allerdings auf den GTA 5 Singleplayer. Dafür müssen wir hier in GTA 5 beziehungsweise Mods, Update, RPF, Common Data, DLC List. Das machen wir aber erst später. Kommen wir später zu. Wir müssen jetzt erstmal Mods, Update, X64, DLC Packs. Das habe ich schon mal vorbereitet hier oben. Da steht da schon mal. Das habe ich direkt vorbereitet. Deswegen müssen wir jetzt in den GTA 5 Ordner. Haben hier jetzt diesen Ordner. GTA Pit. Haben jetzt hier die DLC RPF drin. Und ziehen den jetzt einfach den Ordner. GTA Pilz ziehen wir jetzt einfach hier in die DLC Packs von OpenIV oder besser gesagt GTA 5 und haben jetzt auch diesen Ordner hier drin. Hier ist jetzt auch die DLC RPF. Hier können wir nochmal reingucken. Hier sind auch die Mods drin, was der Wagen hat. Oder halt auch die Vehicles und die Vehicles RPF. Genau. Ja. Das war's vom Nissan. Wir machen mal direkt weiter mit dem nächsten Wagen. Und zwar dem Dodge Charger 2014er SRT. Hier ist auch wieder die README drin. Hier unten steht das Ganze. Hier sind zwei Fahrzeugnamen. Also wenn der hier nicht geht, dann nutzt diesen hier. Steht hier auch. Hier steht auch, you can use Simple Trainer, spawned by name, Charger 14, and if it doesn't work, use Edits-14. Das ist dann der richtige Spawn-Name. Hier ist auch DSC Packs, besser gesagt DSC List-Eintrag, und da müsste der Ordner jetzt hin. Da sind wir aber auch schon. Wir gehen in den Add-on-Ordner und gucken, perfekt, wir ziehen in den Ordner rein. Hier unten ist er. Kann ich auch einmal zeigen. Nochmal hier Data, hier Handlingmeter und alles. Dann, ja, hier auch nochmal eine kleine Data. Hier ist halt so, ich weiß nicht, was das sein soll. Aber ich schätze mal, das ist so Sprachen fürs Auto. Ja, Charger ohne Mod-Menü, also ohne Tuning. So, das war das Wort, was ich gesucht habe. Jetzt gehen wir hier rein. Und ich merke gerade, ich habe den Dingens nicht hinzugefügt. Ich muss nochmal schnell in den R35. Ich brauche die Installation, weil ich habe das hier aus Versehen vergessen. So, genau, das kann ich jetzt dann für den R35 nochmal zeigen. Ihr geht einfach hier oben hin, Mods, Update, Upgrade, RPF, Common Data. Macht Rechtsklick hier unten auf die DLC-List,
index.xml, drückt hier auf Edit, geht ganz nach unten, klickt hier hin, drückt Enter und macht einfach Steuerung V. Also kopiert natürlich das von der README und dann, oder halt Installationspath, oder wie auch immer, wie die das da halt genannt haben. Und dann könnt ihr das hier einfügen, drückt auf Save, dann ist der Wagen automatisch drinne. Das Ganze machen wir jetzt auch noch für den Charger. Den fügen wir jetzt auch hier wieder ein, also wieder Rechtsklick, Edit, runterscrollen, Enter, Steuerung V und Save. Wir haben natürlich noch einen Wagen, wir haben natürlich hier auch noch den McLaren. Ihr könnt das auch so machen, wenn ihr lieber die Wagen, wenn ihr zum Beispiel den Dodge lieber als Replace haben wollt, dann könnt ihr das auch hier machen. Ich werde ihn jetzt als Addon drinnen lassen. Und dann zeige ich euch jetzt einmal, wie ihr das macht mit dem P1. Mit dem P1 ist es genauso einfach. Hier sieht man das ja auch. Item, DSC List, P1 und hier auch wieder Copy Folder to GTA. Copy Update Folder. Das müssen wir nicht machen. Wir brauchen nämlich den P1 Ordner. Deswegen habt ihr jetzt hier die beiden Readmes und die den Update-Ordner. In der README steht jetzt allerdings Copy Update Folder to GTA 5 und dann nichts weiter. Deswegen müsst ihr hier einmal raufklicken auf x64 und DSC Packs. Diesen Ordner braucht ihr. Ihr geht wieder bei OpenIV auf DSC Packs, also wieder Mods Update x64 DSC Packs und zieht den P1-Ordner einfach hier in OpenIV rein und da unten ist er. Dann gehen wir wieder zurück, gehen wieder auf Mods, Update, Update RPF, Common Data, gehen wieder hier auf die XML, also auf die DSC-List, gehen hier hin, kopieren uns wieder hier den Item, das Item, also Klammer, Item, Klammer zu, DSC-Packs, Doppelpunkt, Slash, P1, Slash, Klammer, Slash, Item, Klammer zu, kopieren uns das, gehen wieder ganz nach unten in der DSC-Liste, drücken Enter, drücken Steuerung V und drücken auf Save. Dann haben wir das Ganze. Hier unten ist jetzt Spawn Name. Den werde ich mir tatsächlich hier einmal kurz aufschreiben. Also kann mal eben schnell kurz bisschen dauern. Nein, nicht lange. McLaren heißt P1. Klein geschrieben übrigens. Beziehungsweise da wird es groß geschrieben. In der DSC-Liste ist es klein. Lasst euch da bitte nicht verwirren. Ich glaube, ihr könnt den auch spawnen, wenn ihr den klein schreibt. Da bin ich mir jetzt aber nicht zu 100% sicher. Dann haben wir dann natürlich den Dodge Charger. Und da waren es ja zwei. Entweder Charger 14. Oder, da muss ich tatsächlich nochmal nachgucken. Und beim RV30 muss ich auch nochmal nachgucken. Also guckt am besten auch auf die Spawn Names und kopiert euch die am besten. Oder schreibt euch die auf. Hier haben wir jetzt den Dodge Charger. Genau hier. Das kopiere ich mir jetzt so raus. Genau. Und dann noch Nissan R35 GTR. Da muss ich auch nochmal nachgucken. Aber ich glaube, das war GTR Pit, wenn mich nicht alles täuscht. Da. Ja. Schätze mal GTR Pit, weil was anderes steht auch Dingens nicht drin, also in dem anderen Readme-Ding. Ich kann hier gerne mal in die Readme rein. Da wird aber kein Spawn-Name stehen. Genau, dachte ich mir fast. Hier steht kein Spawn-Name drin. Und im Download-Path steht auch nur das, wie ihr den Wagen installiert. Ich würde sagen, wir sehen uns im Game wieder, wenn wir die Autos testen. Und ich würde sagen, oh Moment, ich muss mal einmal hier schließen. Das war ein kleiner Mann, so. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Spiel wieder. Bis gleich.
So, da bin ich auch schon wieder. Wir sind jetzt in-game perfekt. Achso, okay, Speicher. So, wir sind jetzt in-game in GTA 5 und testen das jetzt einmal. Das heißt, wir drücken F8 für den. Okay. Wir drücken F8 für den Menu Spawner, gehen auf Vehicle Options, gehen auf Vehicle Spawner und können dann ganz unten Input Vehicle oder Input Model, können dann jetzt P1 eingeben. Und sind jetzt in unserem McLaren P1. Genau, hier haben wir jetzt einmal unseren McLaren P1. Die anderen Autos hole ich jetzt auch noch mal ran. Charger 14. Mal gespannt. Okay, hat funktioniert mit Charger 14. Genau, hier könnt ihr jetzt nämlich dann auch den Wagen holen. Ich werde die anderen Autos, die Replay-Dinger, werde ich auch noch spawnen. Damit ihr seht, da hat sich nichts geändert vom letzten Mal. So. Das geht gerade ein bisschen down, das Game, aber das zieht sich wieder. Und dann noch natürlich den GTR Pit. Genau, hier haben wir jetzt den R35 mit White Body Kit. Das ist tatsächlich der White Body GTR. Genau, stelle ich jetzt einfach mal hier hin. Hole ich nochmal eben die anderen Autos ran. F620. Genau, einmal den F8, genau. Willkommen in meinem F8. Genau, ich fahre einen BMW F8. Nee, M8. Dann holen wir noch einmal den Police 2. Perfekt. Und dann holen wir uns noch einmal schnell den Exemplar. Genau, ihr seht schon, wenn man zu viele Autos spawnt, dann despawnen die Autos manchmal. Denn da hinten, wie man jetzt schon sehen kann, ich mache das mal einmal so, hier hinten war nämlich der McLaren, der ist despawned. Sobald man mehr als 5 Autos spawnt, despawnt ein Auto. Ja, das war das Tutorial für die Add-on-Cars. Ich zeige euch jetzt mal eben schnell eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist. Das hätte ich vielleicht am Anfang nochmal machen müssen sollen, aber ja, habe ich jetzt halt leider zu spät gemerkt. Ich muss einmal kurz in den Task Manager reingucken, ob GTA noch offen ist. Wenn nicht, können wir da direkt mit starten. Und zwar braucht ihr noch unbedingt eine wichtige Sache, um was zu machen. Denn wenn ihr mehrere Fahrzeuge als Add-on haben wollt, müsst ihr unbedingt eine Sache noch installieren. Und zwar braucht ihr dafür eine andere Game-Config. Die könnt ihr ganz einfach installieren. Die habe ich jetzt hier unter Extras. Link dazu auch in der Videobeschreibung. Und zwar geht ihr einfach auf den Ordner CAB47, der heißt, glaube ich, unterschiedlich bei jedem. Also dieses vordere ist immer unterschiedlich, glaube ich. GTA 5 Config V27. Jetzt habt ihr hier diesen Ordner, diese drei Ordner. Das ist die Backup. Das ist die jetzige DLC-List, Game-Config, die hier drin ist. Deswegen gehen wir jetzt einfach hier auf GTA-Config V27 für Version 1.0.2545 for More Mods. Und je nachdem, was euer PC aushalten kann, nehmt ihr die. Ihr könnt mal 1er Traffic, also mal 0,5er, 0,1er Traffic, dann nochmal mit den Pets zusammen, also mit Menschen, Tieren und whatever. Dann habt ihr noch 0,5er, 0,5er Traffic und Pets, 1,5er Traffic, Traffic und Pets, 2,5 Traffic, Traffic Pets. Und ich nehme immer tatsächlich den mal 4er Traffic. Klicke also dann auf den mal 4x Traffic Ordner und kopiere die, beziehungsweise ziehe die hier rein. In diesem Part, und zwar GTA 5 Mods Update, Update APF Common Data. Ganz wichtig, da muss sie hin, denn hier ist auch die DLC-List. Wenn ich die jetzt hier aufmache, dann öffnet sich Visual Code Studio. Und dann sieht man auch, dass wenn ich die jetzt hier habe, dann sieht man auch, dass die sich sehr, sehr ähnlich sind jetzt, da jetzt hier alles genauso ist, wie es hier ist.
Und da bei der Game-Config wirklich nur ändern, also was ändern, wenn ihr da auch wirklich eine Ahnung von habt. Wenn nicht und ihr mehr Traffic haben wollt, dann holt und euer PC das auch raus seid, holt euch den mal 5er Traffic und zieht dann hier rein. Oder wenn ihr weniger wollt, holt euch den mal 3er oder den 4,5er. Also alles möglich. Ihr habt ja auch schon die Möglichkeit auf 3,5. Ich bleibe immer bei der 4er. Und ja, das war's eigentlich sogar schon. Links zu allen Sachen, die ich jetzt benutzt habe, also ja, sind halt alles in der Videobeschreibung. Ach ja, kleine Sache wegen den Add-on-Fahrzeugen noch. Ihr braucht natürlich im GTA-Hauptordner, braucht ihr noch ein bisschen mehr Stuff dadurch, da ihr mehrere Autos habt dann. Ihr braucht nämlich noch den Heap-Adjuster und den Pack-File-Limit-Adjuster. Aber dazu auch alle Links in der Videobeschreibung. Und außerdem, ja, hier wie gesagt, ASI Manager braucht ihr nur den ASI Loader und den die OpenIV.ASI. Aber ja, dazu, ja. Aber wie gesagt, Links vom Heap Adjuster, Pack File Limit Adjuster und von der GTA Config. Und natürlich wieder Scriptalk und Scriptalkv.net und vom Menü sowie die Autos sind alles unten in der Videobeschreibung drinne. Zur Not, wenn ihr wollt, kann ich auch mal gucken, dass ich ja, dass ich hier diese Packs hier mal zusammenstelle und euch die fertig mache. Ja, ich kann schon mal eine kleine Teaserung machen, denn im nächsten Video wird auch wieder ein Tutorial sein. Das kommt wahrscheinlich morgen oder übermorgen. Da zeige ich euch, wie ihr Maps einfügen könnt in GTA. Oder halt generell Menüsachen, Stunpark oder whatever. Deswegen, ja, da werde ich euch dann auch morgen ein oder übermorgen, je nachdem, ein Video zu hochladen. Ihr könnt hier auch sagen, was ihr haben wollt, Anzahl der Downloads halt hier und dann unter Menü hier könnt ihr auch nochmal suchen, was ihr haben wollt. Ihr könnt Autos reinpacken, alle möglichen Autos könnt ihr so gesehen auch reinpacken, aber ich empfehle euch immer auf diese Lupe hier zu gehen und hier Menü einzugeben. Und dann habt ihr nämlich hier ganz, ganz viel, was ihr reinpacken könnt. Ihr habt hier 165 Seiten, also ja.